Hallöchen Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Spirit Tracks. Wieder einmal zurückgekehrt in den epischen Turm der Götter. Und hier haben wir Ludwig den 17. mit seiner komischen Frankreich-Perücke. Ihr wisst schon, die Kerle, die sich nie waschen und so, hatten ja auch immer solche Perücken. Wie ist der eine Sonnenkönig da? Von dem haben wir mal in Geschichte gelernt. Na egal. Irgendwas mit Ludwig, glaube ich. Und der sieht jedenfalls genauso aus wie der. Die könnten Zwillingsbrüder sein. Sieht nur seine komische Perücke. Die sehen doch fast gleich aus. Das Phantom hat leider überhaupt keine Ähnlichkeit mit irgendeinem bedeutenden Feldherren. Obwohl, in Rüstung sehen die sowieso alle gleich aus. Heldenmut! Oh nein! Heldenhasenfuß. Und die Phantome sind sehr langsam. Haha, du kannst mich sehen. Du kannst mich nicht sehen. Du kannst mich nicht sehen und du gehst in die andere Richtung. Dann werde ich mir mal diesen Lichttropfen hier holen. Das geht nicht irgendwie. Ah, genau. Falsche Taste. Fail. Und das hätte jetzt sogar auch einen Lag geben müssen. Was habe ich eigentlich auf der Taste? Ich habe ja meine super Gaming-Maus hier, wo ich auf allen Hotkey-Tasten das Ding belegt habe. Und wow, das kommt zu mir. Schnell weg. Lag des Todes. Schon wieder. Dabei dachte ich, ich habe keine Lags mehr. Naja. Scheint sich geändert zu haben. Wow, das Feuer hat mich nicht erwischt. Ich bin so ein Pro. Tja, tja. Und hier haben wir eine Schatzkiste. Eine große Schatzkiste. Normalerweise würde ich sagen, das ist die Dungeon-Karte. Aber es gibt in diesem Dungeon keine Dungeon-Karte, weil wir sie ja schon haben. Tja, und jetzt bin ich am Arsch. Es sei denn, ich kann noch schnell genug wegrennen. 3, 2, 1. Challenge accepted. Oh, es geht noch weiter. Feuer. Ich hätte das Feuer fast nicht gesehen. Oh, ich bin so der Pro. Spaß. Tja, was machst du nun? Ich bin unsichtbar. Aha. Link bums gerade. Bum, bum, bum. Spaß. Jetzt muss ich wieder warten, bis der Scheißkerl sich da bewegt. Lalala. Lalala. Komm, bewege dich. Danke sehr. Und wow, das war knapp. Damit hätten wir unseren ersten Lichttropfen. Wenn wir 3 davon haben, stärken sie mein Schwert. Ja, das haben wir beim ersten Mal auch schon mitgekriegt. Und hallo Ludwig, der 17., 14., 18., 135. Das ist sein Zwillingsbruder. Ludwig, der, keine Ahnung wie vielte. Warum heißen eigentlich alle Franzosen immer Ludwig? Warum denke ich, dass sie Ludwig heißen? Ich bin doch auch irgendwie doof. Phantom, gehe deiner Bestimmung nach und mach mir hier dieses Feuer weg. Denn ich glaube, das Phantom lenkt jetzt irgendwie die Flammen auf sich. Oder so, irgendwie. Ja, das meinte ich. Dankeschön. Du hast einen Lichttropfen gefunden. Hast du 3 davon, stärken sie dein Schwert und wir haben jetzt 3. Bei der Macht von Grayskull. Das ist so ein Running Gag, den bringe ich jetzt immer, wenn ich alle 3 Lichttropfen habe, weil das sieht einfach genauso aus. Komm, Phantom. Tod. Ich habe ein Phantom übernommen. Jetzt kann ich durch Feuer und Lava laufen. Wow, ich bin so gut. Ich helfe dir, an den Flammen vorbeizukommen. Kommt es mir nur so vor, oder ist es hier heiß? Ganz schön stickig. Fast als wäre ich hinten voller Flammen. ja. Ich bin Feuer und Flamme. Flachwitze FTW. Da kommt das Phantom. Versteck mich. Warte mal, geh du mal darunter und führe eine Netzwerk-Konversation mit ihm.
Genau, nein, du sollst mit ihm reden. Ja, genau. Nein. Ach, Mensch. Das funktioniert also nicht. Ich wollte jetzt irgendwie den mit einer Konversation ablenken und dann irgendwie töten. Ich meine natürlich übernehmen. Tja, wir sind an einem Lavabecken angelangt. Zelda kann hier bekanntlich durch Lava laufen, wenn sie ein Phantom ist. In diesem Körper macht mir die Hitze nichts aus. Oh, das sehe ich aber anders. Naja, doch, eigentlich ist es so. Kletter auf mein Schild, dazu musst du mich antippen. Um herunterzuspringen, tippe zweimal auf den Bildschirm. Achte darauf, dass du nur von einem erhöhten Ort aus aufsteigen kannst. Weil ich ja immer in der höheren Position bin als männlicher Kerl. Sexistisch for the win. Spaß. Was mich wundert, müsste das Eisen oder aus was die Phantome auch nicht immer sind, eigentlich nicht ausschmelzen, wenn sie durch Lava laufen? Oder ist das so ein Standard-Zeug, das wieder mal ein unzerstörbares Material ist? Und ach ja, danke, Diener Phantom, dass du mich den ganzen Weg trägst. Du kannst mich jetzt runterlassen. Sei brav. Bei Fuß. Und wie ihr sehen könnt, gibt es hier schon wieder Lavabecken. Eine Menge Lavabecken. Ein Haufen von Lavabecken. Lavabecken, soweit das Auge reicht. Lava, 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 Lava. Irgendein Gegner in Lava. Lava, Lava, Fledermäuse. Wow. Ich finde das so cool, dass sie durch Lava laufen kann. Müsste eigentlich nicht durch die Wärmeleitung dieser Schild nicht auch voller Wärme sein? Ich meine, jetzt will ich dieser Schild nicht auch voll viel Wärmeenergie besitzen, die er an mich abgibt und das mir dann heiß ist. Kann ich die eigentlich damit töten? Ich will aber. Warum nicht? Ach so, okay. Wieder falsche Taste. Ich kann eine Fledermaus verwirren. Wer hat das schon geschafft? Ich glaube noch niemand außer mir. Außer jemand hat schon einmal dasselbe gemacht, was ich gerade gemacht habe. Und komm, Fledermaus. Na komm. Sei eine brave Fledermaus und komm hierher. Boah, ich liebe es, Fledermäuse zu verwirren, dass sie sich rumdrehen und dann zu töten. Weil eigentlich töte ich sie ja nicht direkt, aber sie fallen in die Lava. Und Lava ist bekanntlich tödlich, außer für Phantome. Yeah, leck Boss. Ein großer grüner Rubin, er ist 100 Rubine wert. Was mache ich nur mit den 100 Rubinen? Ich habe viel zu viel Geld, ich muss unbedingt Steuern bezahlen. Sarkasmus off. Ich kaufe mir von dem Geld irgendwelche Drogen. Nein, Spaß. Kauft euch niemals Drogen, Kinder. Drogen sind gefährlich. Warum benutze ich diese komische Stimme? Wahrscheinlich einfach, weil ich sie gut finde. Sie klingt sehr didaktisch. Und wer nicht weiß, was das heißt, einfach googeln. Aber wagt es nicht, dafür meinen super Let's Play Part zu unterbrechen. Spaß. Wer googeln will, kann das gerne tun. Ich halte den nicht auf und so. Aber vor allem lasse ich mich jetzt von Diener Phantom die ganze Zeit umherkutschieren. Ist zwar irgendwie umständlicher, aber wenn man schon mal die Gelegenheit hat, die Frau nach seiner Pfeife tanzen zu lassen. Boah, ich übertreib's jetzt gerade echt mit den sexistischen Witzen. Naja, egal. Hab ja auch wieder mal Diskussion gehabt. Verdienen Frauen weniger als Männer? Nicht so, ja, ich habe so eine Statistik gesehen und also. Wo das steht und ich will dich kriegen. Und dann aber alle so, ja, da sind die ganzen Teilzeitarbeiter und so auch noch drinnen und ja. Deswegen kann man das nicht werten. Aber das wusste ich ja nicht. An die Person, die weiß, dass sie gemeint ist, das tut mir eigentlich leid.
Ich wusste nicht, dass das auch da drin war. Und dieser Kerl verheimlicht etwas von mir. Er ist nämlich ein Pädophiler. Ja, genau. Dieser kleine Kerl hier ist ein Pädophiler. Obwohl, dann würde er nicht von mir, dem coolen Kind, wegrennen. Los, Zelda, erledige ihn. Du bist gefangen. Jetzt springt er nur noch auf der Stelle. Du hast einen kleinen Schlüssel erhalten. Damit lassen sich verschlossene Türen öffnen. Den hatte der Pädophile noch im Bauch drinnen von seiner letzten Mahlzeit. Ja, er frisst Eisen. Natürlich, wer tut das nicht? Ich wette, ein jeder von euch hat schon mal Eisen gegessen. Schon alleine werden alle unsere Lebensmittel irgendwie Eisen beinhalten. Falscher Weg. Kann ich hier eigentlich irgendwas machen? Gut, ich wollte eigentlich auf dich draufspringen. Yay, das funktioniert sogar. Ich dachte, das wäre jetzt zu weit und der würde in die Lava fallen. Aber anscheinend doch nicht. Oh. Das bringt anscheinend nichts. Vielleicht, wenn ich hier entlang gehe und mal hier hoch. Okay, anscheinend geht doch nicht. Tja, dann halt nicht. Jetzt bin ich traurig. Na los, ab durch die Lava und zurück. Boah, das Phantom ist so elendig langsam. Lass mich. Komm her, Phantom, sei nicht so langsam. Dafür bezahle ich dich schließlich nicht. Phantom, du bezahlst mich überhaupt nicht, ich. Na siehst du, weil du so langsam bist. Ja, einfach mal auf das Phantom springen und dann in den nächsten Raum, ja. Und da erwartet uns gleich ein... Ach, diese Kerle! Ach, ich finde die so süß. Hier... Wie heißt das Teil? Ich weiß es nicht, wie das Teil heißt. Aber irgendwie... Hier, Fischi, Fischi? Ih, was ist das denn für ein fieses Monster? Es ist so schuppig und grün und hat gar keine Rüstung an, so wie ich, weil ich bin cool. Wir müssen es gemeinsam bekämpfen, sonst haben wir keine Chance. Schnappen wir es uns, Manuel. Denn die kann jetzt kämpfen. Oh, haha, und ich so. Ja, das war so schwer. Ich bin begeistert von dieser unglaublichen Schwierigkeit, die dieser Raum an den Tag gelegt hat. Dieser Gegner ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und ich hatte noch nie so einen verbissenen Kampf. Stimmt vielleicht sogar. Zusammen müssen wir uns vor nichts und niemanden fürchten. Ah. Warum landen die Gegner eigentlich immer auf den Steinplatten und nicht auf dem weichen Sand? Oder was ist das? Das ist doch auch Boden. Dann ist es doch egal. Verzeihe er mir, ich habe mich geirrt. Haben. Das Phantom lässt sich wieder mal gemütlich Zeit. Warum sage ich eigentlich das Phantom und nicht Zelda? Vermutlich, weil ich das irgendwie von LOL mir ist langweilig abgeschaut habe, den ich auch immer das Phantom genannt habe. Ach, ich vermisse ihn, Spaß. Töte es, Phantom. Oha. Das Phantom kann verletzt werden. Natürlich. Warum kann das Phantom von kleinen Stacheln verletzt werden, aber nicht durch Lava und Feuer? Tja, tja, tja. Lass mich hier durch. Ich wette mal, dass ich hier raufsteigen muss, damit mich diese Kerle... Hey, von dieser Plattform aus kannst du auf mein Schild springen. Ja nein, darauf wäre ich jetzt nie gekommen.
Wenn du mir das nicht gesagt hättest, wäre ich vermutlich 2 Parts lang nicht weitergekommen. Danke, dass du uns durchlässt, Ludwig der 14. Ich hau jetzt mal kurz diesen Kerl hier runter und... Oh, ich dachte, der explodiert jetzt. Naja, dann gehen wir einfach mal weiter. Ist ja nicht so, dass mich irgendwas aufhalten könnte auf dem Rücken meiner ultimativen Phantomfestung. Ole, ole, ole. Oh. Wenn mich das erwischt, falle ich garantiert wieder runter. Danke sehr, dass du kurz aufgehört hast. Wenn diese Feuersäulen nicht kurz aufhören würden, würde ich vermutlich dort nie durchkommen. Sehr nett, dass man hier an mich gedacht hat. Also mit mich meine ich mich als Link. Du hast einen kleinen Schlüssel erhalten. Wow, nachdem ich den hier runtergeholt habe, hätte ich das ja nie gedacht. Bitte, Phantom, stell dich mal kurz davor. Vorstellen. Danke sehr. Ich könnte auch gleich mit ihm mitlaufen. Warum bist du stehen geblieben? Da das jetzt stehen geblieben ist, habe ich wieder sinnlos ein halbes Herz verloren. Yeah. Ach, jetzt muss ich wieder aufsteigen. Dieses ganze Herumgetue, wie mich das nervt. Das... Obwohl, könnte ich doch von hier aus auch, oder? Na klar. Ich kann ja so weit springen. Das ist ja keine Neuheit. Lol, 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 lol. Waffel. Oh, ich muss den töten. Genau. Warum muss ich den eigentlich töten? Wer sagt, dass ich den töten muss? Ich sperre einfach hier die coole Tür auf und dann geht das Ganze doch schon wie von selbst. Na los, beeil dich mal ein bisschen. Ich weiß, dass du hier noch zu tun hast mit dem ganzen Zeug und so, aber das muss trotzdem schneller gehen. Yay, wir haben es geschafft. Wir sind oben angekommen. Für dieses Mal. Und nein, meine Macht von Grayskull. Sie ist wieder verschwunden. Ich habe wieder meine normale Gestalt. Das heißt, die Gleistafel ist hier, Manu. Oh, die Gleistafel. Sie ist sehr hübsch und nett. Und ja. Sieht genauso aus wie die andere. Du hast die Schneetafel erhalten. Sie ist von Eis bedeckt. Ja, egal. Und wow, gleich so viele Schienen wurden wiederhergestellt. Ich bin begeistert. Die Strecke zum Schneetal ist wieder da. Das Schneetal ist anscheinend der Ort, an den wir als nächstes hin müssen. Wenn ich jetzt kurz mal auf das Gleisnetz schauen darf. Ah ja. Hier hat sich ein kleiner Weg aufgetan. War ja auch irgendwie klar. Ich wette, ich kann euch hundertprozentig genau sagen, wo dieser Weg sich im Wald befindet. Ha, hier kommt ja nie ein Weg hin, wenn ihr euch dran erinnert. Smile. Wir haben's geschafft und haben die Gleistafel. Im nächsten Part gibt's endlich das große Suchen und Finden. Wo wir erstmal dieses Stempelbuch holen werden, das ich schon eigentlich viel früher hätte holen sollen. Und dann noch einige kleine andere Sachen. Stichwort Hasen, wenn es sich noch ausgeht. Tja. Hallo Schiene, wir haben es wieder mal geschafft und yeah, wir haben die Schneetafel gefunden. Yo Boss, ihr seid so geil. Jetzt könnt ihr den Schneetempel vom Bösen befreien. Oho. Sucht den Lokomo-Turbin im Schneeschrein auf. Er kann euch sagen, wie ihr zum Schneetempel gelangt. Moment oder los? Keine Angst, ihr schafft das schon. Ja, ja, das hat sich jetzt total viel gebracht, mit der zu reden. Aber wenigstens wissen wir jetzt, dass der nächste Lokomo Turbin heißt.
Tja, wieder mal ein Schienenteil, der als Name für ein Lokum missbraucht wird. Nett, nett. Dann verabschiede ich mich für diesen Part und wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende, wenn ihr das am Wochenende schaut. Keine Ahnung, wann ihr schaut. Ja, ist doch egal. Tschüss.